Dieses Kahaloe Babybauchfoto hat in sich. Babybauchfotos von der schwangeren Kahaloe Kardashian gibt es massenweise, seit die 33-Jährige Ende Dezember ihre Schwangerschaft offiziell gemacht hat. Doch so sexy inszeniert, wie sie sich jetzt für ihre Jeans-Marke ablichten ließ, haben wir sie bisher noch nicht gesehen. Khloe Kardashian ist eine Good Mama. Dort ist sie im Ganzkörperprofil zu sehen, bekleidet in BH und ziemlich eng ansitzender Hose. Die betont ihren Hintern und Babybauch, beide ungefähr gleich groß. Die werdende Mutter präsentiert sich vor einem schlichten, rosa Hintergrund. Bei dem Foto handelt es sich um eine Werbung für Plus Jeans Marke Good American, für die anscheinend noch diese Woche eine Schwangerschaftslinie veröffentlicht wird. Ursprünglich hatte Kahaloe das Label gegründet, um Frauen in allen Größen und Formen einen sexy und selbstbewussten Auftritt in gut sitzenden Jeans zu ermöglichen. Inspiriert wurde sie dabei von ihren eigenen Erfahrungen als Frau abseits von Size Zero. Jetzt scheint sie sich erneut von ihren Erlebnissen inspiriert gefühlt zu haben, dieses Mal von ihren Erfahrungen als schwangere Frau. Ein Tweet hilft dem kleinen Keizler, diese Technikfehler machen wir alle Zwillinge. Sie sieht aus wie Giselle Bündchen, diese Fragen haben fast alle Passagiere, wow. So schön ist Steffi Grafs Nichte Talia Junggesellinnenabschied nimmt tragisches Ende Roboter Flippy Angelina Kirsch ist super sexy, so rollte die Grippewelle über Deutschland Geisterfahrer auf A14 bei Leipzig alles rosa bei den Kardashians. Rosa ist übrigens nicht nur das Werbebild für Good American, die Babypartie für Kahaloe, die auf allen Accounts der Kardashians zu verfolgen war, stand ebenfalls unter dem Motto der Farbe. Gemeinsam mit ihren Schwestern, Kendall, Courtney, Kylie und Kim und mit Mama Chris hat Kahaloe ihre Schwangerschaft und das anstehende Lebenskapitel ganz in rosa gefeiert. Für Aufmerksamkeit sorgte sie erst mit den schönen Bildern dieser extravaganten Geschenkeparty, zuletzt dann mit Negativschlagzeilen verschiedener Medien darüber, dass Amazon die Feier gesponsert haben soll. Wenn eine Familie sich eine Babypartie im Luxusformat leisten kann, dann ja wohl die Kardashians.